Ein Schüler, pass mit deiner Waffe auf. Ist mein Raptor schwach. Bleib zurück. Geh Captain Fass mal suchen. Schüler, du musst ihm den Bauch aufschlitzen. Ja, Meister. Wir schlagen hier ein kleines Lager auf. Rexgulasch, ja, das habe ich mal gesagt, ne? Rexgulasch, ja, das weiß ich noch. Ja, wir haben jetzt ein kleines Problem. Captain Phasma oder Feechen ist gerade aus Ark rausgeflogen. Also kommt uns das gerade gelegen mit dieser Nachtruhe hier. Wir warten eigentlich nur, dass sie wieder ingeloggt ist. Dann gehen wir natürlich weiter. Aber ganz witzig, ne? Weil man halt draußen ist und die Nachtruhe einhalten muss. Wird ein kleines Lager aufgeschlagen.
Noch? Guten Morgen, Meister. Was mal erwacht. Mühselig. Man schläft halt auch echt lange. Das alles mit mir schleift, dann packt mich der Raptor nicht mehr. Okay, muss ich das jetzt alles wegwerfen? Genau ist dieser oder zu dem Weg. Himmel steht eine große blaue Maschine. Dort werden wir uns hinbegeben. Siehst, gibt es hier große, mächtige Kreaturen. Deswegen nie alleine losziehen. Wenn du stirbst, brauche ich einen neuen Schüler. Captain Phasma, Sie sind wieder bei Kräften. Was mal?
Scheint noch nicht da zu Mein sein. Schüler auf deine Kreatur. Phasma, packen Sie Ihren. Und weiter geht die Reise. Mein Schüler, bist du mit der Macht vertraut? Wenig. Der Meister wird dich schon fangen, jetzt springen. Aber eigentlich dachte ich, dass der Schüler spreche tut mit da. Captain Phasma, ich fange sie mit der Macht! Sehen Sie, es ist nichts passiert. Werden weiter so abkürzen. Nicht so weit vorbrechen. Wir sind nur zu dritt. Eure Wasservorräte aufgefüllt. Habe ich beim Lager gemacht. Ringer sind ein perfektes Fortbewegungsmittel. Ich werde versuchen, noch mehr von ihnen meinen Willen aufzuzwingen. Passen die Breitmäuler hier durch? Ja, Meister. Fast am Ziel. Ich hoffe, wir werden das auch schon empfangen. Oh, da drüben.
Die Meere sind hier wohl auch sehr gefährlich. Sehe ein Haus. Dieses Haus ist uns schon bekannt, mein gehört dem Fischer. Aber er ist nicht den wir besuchen wollen. Ah, wir kommen. Also mach dich bereit. Haben Sie Guten mit Tag. uns gesprochen? Nein, nein. Ich habe mir nur nach unseren letzten Begegnungen eine kleine Absicherung besorgt. Absicht. Ja, ich weiß ja nicht, was wir als nächstes machen. Meinen Schüler vorstellen. Kylo Wayne. Sith in Freut Ausbildung. mich, Sie kennenzulernen. Azubi. Wie darf ich Sie nennen? Mein Name ist Sky, James Sky. Dann. Haben Sie die bestellte Ware dabei? Ja, klar. Aber ich hoffe, Sie haben auch Ihren Teil dabei. Was mal. Ich habe Natürlich ist dabei. nur Teil der Bezahlung. Hier, der erste Teil. Wir wollen die Ware sehen. Kriegen Sie hier auch den ersten Teil der Ware. Was mal? Was waren? Zustand der Ware. Waren ein Okay, Moment geben Sie dran, den aber Rest. egal. Die kriegen Sie als Werbegeschenk. Also dann, Moment. freut mich mit Ihnen Captain Phasma hat vielleicht noch Fragen an Sie. und zwar, wir haben so ein seltsames Tier unter unseren Willen gebracht. Es hat ganz viele Stacheln auf seinem Körper, einen langen Schwanz und auch auf diesem finden sich Stacheln. Es eignet sich sehr gut, um Springer zu töten. Solche Tiere. Es ist sehr flach. Ah, ja, mit denen habe ich mich auch schon mal auseinandergesetzt. Wir haben bereits eine Vorrichtung auf ihn, worauf man theoretisch wie auf einem Parasaur, also auf einem Breitmaul reiten kann. Jedoch ist es nicht sehr zutraulich, wenn man es versucht. Gibt es da einen Trick? Ja, es kann sehr nützlich sein. Nicht. Aber auch diese Informationen sind nicht ganz kostenlos. Mein Lord. Ich habe es gehört. Ich hasse diese Schmuggler. Was ist dafür der Preis? Legen Sie Ihr Schwert weg. Wie gesagt, ich habe meine Absicherung. 2 Coins. Also die
einheimischen Taler. Captain Phasma, haben Sie mitgenommen, wie ich gesagt habe? Derzeit geht's noch. Ach, aber. Ja, gehört. Natürlich habe ich noch mitgenommen. Mein Architekt, bei der Basis alles in Ordnung? Erreiche den Architekten nicht, wir müssen uns beeilen. Nun denn, wo ist die Information? Kein schlechtes Zeichen, also, sein, dass er sich meldet. Wenn Sie sich auf den setzen, dann müssen Sie ihn vielleicht vorher ein wenig mit ein paar Bären füttern, dann ist er auch ganz zutraulich. Und wenn Sie dann mit beiden Füßen dem ein wenig in die Seite treten, dann schlägt er mit seiner Keule zu. Und damit können Sie super gut Steine auseinandernehmen und die Ressourcen daraus gewinnen. Man kann mit seiner Keule die Steine zermahlen? Ja, dafür ist er sehr nützlich. Das ist fast teilweise effektiver, als wenn Sie das mit einer Spitzhacke machen. Captain Phasma, geben Sie ihm noch einen Taler. Sehen Sie es als guten Willen und Trinkgeld. Wenn die Münze nicht unter die scheiß Ding gebackt ist. Haben Sie die Münze? Ja, ich habe sie gefunden. Hier lag sie. Konnten Sie noch etwas für uns herausfinden? Wir sind auf ein Rebellenlager gestoßen. Ziemlich in unserer Nähe. Aber dann sollte auch ich aufpassen. Waren sehr viele. Sehr weit entwickelt. Weiter wie meine eigene Basis. Das beunruhigt mich. Wir müssen wohl mit mehreren Schiffen gekommen sein, um diese Basis zu errichten. Das klingt nicht unbedingt gut. Zeigen Sie mir mal Ihre Absicherung. Das ist mein Geheimnis. Mein Schüler. Legen Sie das Schwert. Gehen Sie weg. Mal hinter John Sky zum Strand und holen Sie den Typen da hinten raus. Da hinten ist kein Typ. Die? Auch keine Lady. Captain Phasma, kann unser Breitmaul etwas erfassen? Nur eine Kreatur rechts hinter uns. Ansonsten scheint hier niemand zu sein. Er blufft wohl. Ich mag ihren Mut. Smuggler kann ich dennoch nicht leiden. Ich halte die Wahrheit zu sagen, Meister. Mein Schüler, ich hab dir schon mal gesagt, sei nicht so stürmisch. Cool, ein Schwert zu besitzen, aber immer damit prahlen. Und zeigt nicht immer gleich seine beste Waffe. Herr Sky, wir sehen uns. Bleiben in Kontakt. War mir wie immer eine Freude. Noch etwas, wenn Sie das nächste Mal mich anfunken, dann bleiben Sie vielleicht ein wenig länger in der Funkfrequenz. Ich hatte gar keine Chance zu antworten. Ich bin ein sehr ungeduldiger Lord. Das habe ich schon mit. Trotzdem wäre es für unsere Kommunikation förderlich. Möge die mit euch sein. Mit Ihnen auch. Noch zuletzt, handeln Sie auch mit Kreaturen? Ja, aber Sie haben Ihren Preis. Ich würde mich für weitere Springer im bestem Alter interessieren. Wenn Sie sowas mal auftreiben können, melden. Ich werde mal schauen, ob ich sowas auftreibe. Aber können Sie sowas überhaupt bezahlen? Wir werden
Und beendet. Gut. Mein Schüler, Captain Phasma, wir ziehen wieder zurück. Herr Sky, ja. Ich melde mich übers Funkgerät, sobald ich meine Basisposition bei Ihr Navigationssystem weiß. Gut, dann werde ich mal schauen, was ich derzeit mache. Ich wollte immer noch mir die Absturzstelle genauer anschauen. Ja, stimmt. Absturzstelle. Wo ist die ungefähr? Die ist von hier aus. Da ich ja jetzt ein GPS besitze. Frage, wo ist die eigentlich? Von hier, die müsste dort drüben bei den Felsen irgendwo sein. Sie hier geradeaus gucken. Wir gehen mal schauen. Was haltest du von Sky? Er ist mir ein bisschen gesagt, er hätte eine Absicherung durch einen Droiden. Ein Droiden! Schlitz ihn auf! Phasma, die geben mir sofort Bericht, wenn unser Breitmaul etwas erfasst. Natürlich, meine. Droiden haben immer was dabei. Captain Phasma, ich hab sie unterbrochen. Er kann das ja ruhig mitnehmen, wir können es dann in der Basis besser begutachten. Dafür ist es hier zu gefährlich, wir könnten jederzeit angegriffen werden. Was ist eigentlich damals mit diesen Rebellen passiert? Welchen Rebellen? Wir haben von einem Rebellenstützpunkt geredet, wo wir mit Schmuggler geredet haben. Wir haben das Rebellenlager gehört.